Wow! Wow! Ich liebe B-Movies. Ich liebe diese mehr oder weniger sinnlosen amerikanischen B-Action-Streifen, gerne mit irgendwelchen Wrestlern oder sonst irgendwie bekannten Namen besetzt, à la The Condemned oder sonst irgendwas. Und Hunt to Kill mit Steve Austin ist ein Film, der wirklich Spaß bringt. Von Gangstern, die in dunklen Garagen mit Sonnenbrille ihre Computertätigkeiten verrichten, bis hin zu einem Steve Austin, der 20 Meter Sturz von einer Felsklippe ohne Probleme überlebt, bis hin zu einem Bösewicht, der am Ende mindestens gefühlte 20 Mal umgebracht werden muss, ist Hunt to Kill eigentlich ein B-Action-Streifen, der zu keiner Minute irgendwie langweilig ist, der unterhält, der ein gutes Tempo vorlegt und der mit diesen Charakteren, mit diesen Zitaten und mit einer grenzenlosen Stupidität, mit der vor allem die Gangster zu Werk gehen, einfach nur gute Laune verbreitet. Empfehlung für B-Action-Movie-Fans, Empfehlung für Videoabende, keine Empfehlung für Leute, die gerne wirklich anspruchsvolles Kino sehen, wobei ich nicht glaube, dass diese Leute sich ein Review von Hunt to Kill auch überhaupt nur anklicken würden.